So, hi, herzlich willkommen bei What the Food. Wir haben heute einen Brokkoli-Auflauf gemacht mit Käse. Und wie man den macht, das zeige ich euch jetzt. Wir haben die Pasta jetzt zur Hälfte reingemacht. So sieht man einfach schon mal, dass man nicht zu viel Nudeln abkocht und die Pasta oder nachher der Auflauf nicht überquillt. Das sind jetzt quasi Cannelloni, kleine. Dafür brauchen wir dann quasi einen Topf mit Wasser, der kocht. Das bereiten wir hier schon mal vor. Und in das Wasser, Kochwasser, kommt rein zwei Lorbeerblätter, so ein Zweig Thymian. Dann haben wir hier ein daumengroßes Stück Ingwer. Das wird noch kurz mit dem Messer einmal angedrückt. Kommt dann auch im Ganzen so dazu. Die Knoblauchzehe haben wir auch noch. Die schälen wir uns kurz. Und die halbieren wir uns einmal und kommt dann auch in das Wasser. Jetzt haben wir quasi hier schon so eine Art Tee. Brauchen wir noch ein bisschen Salz. Dann machen wir ein bisschen Salz dazu. Dann kann ich schon einmal richtig aufkochen. Und dann geben wir die Nudeln rein. Brauchen gar nicht so viel Wasser. Die Nudeln können gerade bedeckt sein. Wir können auch das meiste vom Wasser aufnehmen, weil es ist immer besser bei so einem Auflauf, wenn die Nudeln noch nicht ganz durchgekocht sind. Weil es kommt dann noch mal kurz im Backofen und dann zieht es noch mal nach, dann sind die Nudeln zu matschig. Deswegen einfach nur zur Hälfte kochen. Salz ist schon ein bisschen drin. Und dann haben wir nebendran eine Pfanne. Die machen wir uns auch schon mal heiß. Die brauchen wir nämlich für unsere Zwiebeln. Nehmen wir hier. Beziehungsweise haben wir da Schalotten. Die gehen wir einfach her und schneiden die uns einfach so runter. Und auch in die heiße Pfanne rein. Dann haben wir uns hier so ein Knoblauchöl gemacht. Davon geben wir einfach ein bisschen was dazu. Kommt natürlich auch eine Prise Salz drauf. Schon ein bisschen durchschwenken. Wenn die Pfanne heiß ist, gehen wir her und drehen sie runter und lassen die Zwiebeln einfach noch ein bisschen auf der kleinen Flamme vor sich hin schmelzen. In der Zwischenzeit nehmen wir den Brokkoli, schneiden uns den Strunk ab, legen wir auf die Seite. Die Röschen, die brechen wir uns raus. Und dann gehen wir her und die großen Vierteln, die kleinen vielleicht halbieren. Und dann kommen die auch in unsere Pfanne. Die kleinen Röschen, die kann man auch so mit reinbrechen ein bisschen. Den Rest hier, das hier alles, das gehen wir einfach hin und hacken uns das einfach so runter. Kann auch ruhig mal noch so ein Köpfchen dabei sein, ist gar nicht schlimm. Der obere Teil, der ist ganz weich, den muss man nicht schälen. Aber der untere Teil, der ist relativ strunkig und da geht man einfach ein bisschen her und tut einfach den harten Teil ein bisschen weg. Schälen, ganz grob, gerade unten, wo er wächst. Man kann es auch ganz einfach in der Küchenmaschine geben und dann mit der Küchenmaschine einfach durchmixen lassen, dass man einfach kleine Stückchen hat. Einfach wild durchmixen. Die Knoblauchzehe hier aus dem Wasser raus. Die kommt auch dazu. Den Ingwer und den Thymian, den kann man jetzt entsorgen. Die Nudeln sind jetzt zur Hälfte gekocht. Das heißt, wir nehmen jetzt uns die Nudeln raus. Und haben jetzt hier ein wunderbares aromatisches Wasser mit den ganzen Kräutern, den Gewürzen, der Pasta, die hat auch ein bisschen Stärke abgegeben. Da geben wir jetzt dann unsere Sahne dazu. Plus die Hälfte von unserem Creme Fraiche. Das alles schön durch. Und dann wird der Knoblauch auch noch durchgehackt. Kommt hier alles zusammen rein. So, und das kocht jetzt hier einmal auf
wenn es einmal richtig kocht, runternehmen und dann auch einfach ein bisschen an der Seite stehen lassen. In der Zwischenzeit kann man mal hergehen und einfach mal das hier durchschwenken. Dann habe ich hier so einen Szechuan-Pfeffer. Da macht man auch so eine gute Handvoll. Naja, eine ganze Handvoll, aber einfach ein paar von den Pfefferkörnern in die Pfanne reindrücken. Jetzt hat man seine Nudeln hier. Brokkoli, den geben wir jetzt auch dazu. Hier sind Zwiebeln. Ist alles durchgemischt. So, und dann haben wir hier unsere Soße, hier haben wir unser Püree. Hier haben wir unseren Auflauf, unser Püree, genau. Dann habe ich hier ein bisschen Käse, da kommt der Käse jetzt ein bisschen hier rein. Das ist ein Berg Chili-Käse. Haben wir auch schon für andere Sachen verwendet. Kommt ein bisschen hier so rein und der Rest von dem Käse kommt dann in die Soße. Die Soße wird dann jetzt ein bisschen gemixt. So, das ist auch gar kein Problem, wenn da noch ein paar Stückchen dabei sind. Das wird jetzt dann im Backofen dann eh nochmal, wie gesagt, zieht es eh nochmal durch. Und jetzt geben wir einfach unsere Soße, unsere schnelle Brokkolisoße, hier so drüber. Dann geht man gerne her und nimmt ein bisschen was von der Creme Fraiche. Muss sich das an die Ecken dran machen, weil die Creme Fraiche fängt dann an zu blubbern und es läuft dann alles da so rein. Das ist dann echt nochmal ein bisschen ein Highlight. So, und dann kommt es für 180 Grad, 10 Minuten, nochmal schön ins Rohr. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nur Oberhitze machen. Das langt eigentlich auch, je nachdem welchen Ofen ihr habt oder was euer Ofen halt auch packt. So, das ist der Auflauf jetzt. Bei dem Auflauf ist ganz wichtig, ist natürlich brühend heiß, dass man den einfach nochmal kurz chillen lässt. Hat auch den Vorteil, dass nochmal sich die Nudeln nochmal richtig vollsaugen können und das nochmal ein richtig saftiges Ding wird. Außerdem kann man es jetzt eh nicht essen, das ist nämlich, man verbrennt sich da eh die komplette. Genau, deswegen kurz 5 Minuten warten und dann richten wir an. Also bis gleich. Ich wünsche euch viel Spaß und guten Appetit, ne?